Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und es ist endlich soweit. Endlich widmen wir uns mal einer der wichtigsten Muskelpartien für das attraktive Aussehen, ob am Strand, im Schwimmbad oder sonst wo, nämlich den Bauch. Ja, der wird manchmal hier vernachlässigt, liegt aber auch daran, dass er recht simpel zu trainieren ist. Dennoch gibt es einiges zu beachten und viele von euch haben trotzdem das gleiche Problem und werden sich jetzt fragen, wie kommt er auf simpel? Ich schaffe es einfach, keine Bauchmuskeln optisch sichtbar zu machen. Und jetzt gebe ich euch die 5 besten Tipps, wie man endlich sichtbare Bauchmuskeln hat. Und wie ihr merkt, ich betone es schon die ganze Zeit so ein wenig, ich komme nicht drum herum. Damit der erste Tipp und der wichtigste, ihr müsst abnehmen. Das eröffnet natürlich jetzt im Prinzip das nächste Video und eine ganze Top 5, Top 10 oder sogar Top 20 Hitliste, wie man am besten und am schnellsten abnimmt. Wer das Ganze sehen möchte, ab in die Kommentare. Wer von euch hat Probleme beim Abnehmen und braucht dazu mal ein bisschen mehr auf diesem Kanal, schreibt es bitte rein und gerne mache ich dazu auch mal ein paar Videos. Jetzt aber erst einmal, die Bauchmuskeln werden sichtbar, wenn natürlich die Masse darüber schmilzt. Die sind vielleicht schon da, genauso wie alle anderen Muskeln. Trainiert ihr sie regelmäßig? Warum sollten sie nicht mitwachsen? Habt ihr da ab und zu mal Muskelkater gehabt und spürt es am nächsten Tag? Warum nicht? Aber sie sind einfach verschollen unter dem Fett, das ihr dort habt. Und ja, selbst wenn eure Schultern und eure Arme relativ wenig Fett aufweisen, genauso wie die Oberschenkel, tendenziell beim Mann, bei einer Frau ist die Fettverteilung ein wenig anders, dann ist aber doch der Bauch und die Bauchpartie meistens die, die am meisten davon betroffen ist. Und selbst wenn ihr überall recht fettfrei seid, da ist immer noch was. Und wenn das auch nur 2 cm sind, reicht das oft, dass man die Bauchmuskeln nicht sieht. Also, ihr müsst abnehmen und irgendwann schimmern sie durch. Tipp Nummer 2. Was haltet ihr davon, wenn ihr Aufwärmen und Bauchmuskeltraining vereint? Oft vernachlässigen wir das Bauchmuskeltraining, denn die anderen Trainings sind nun mal so erschöpfend. Rückentag, Beintag, ja, sicherlich ziemlich anstrengend. Dann noch den Bauch hinterher und dem gerecht werden? Oft schwer. Wir vernachlässigen es. Oder Brusttag. Nein, da soll dem nichts im Wege kommen. Gerade die Männer wollen eine ausgeprägte Brust haben. Die Frauen natürlich die ausgeprägten Beine und Hintern. Das ist auch wichtiger. Wo bleiben die Bauchmuskeln? Und ja, selbst bei meinen Trainingsplänen seht ihr oft, wo sind die Bauchmuskeln? Und wenn wir von Muskelgruppen reden, reden wir meistens von wie vielen? Ja, richtig. 6 Muskelgruppen, die man dann irgendwie aufteilt und einsplittet. Wo bleiben die Bauchmuskeln? Jetzt kann man die natürlich genauso ausführlich trainieren wie jeden anderen Muskel auch. Oder ihr macht eine Aufwärmroutine aus den Bauchmuskeln. Das machen sogar so einige IFBB-Pros in der schwersten Kategorie, dass sie einfach vor dem Training so etwas wie Waden und Bauch nutzen. Dafür das allgemeine Aufwärmen weglassen. Das Spezifische muss natürlich noch kommen. Am Brusttag sollt ihr auch die Brust und die Schultern natürlich aufwärmen. Aber das kommt danach. Erstmal für den Bauchmuskel was. Und das bedeutet nicht 45 Minuten trainieren, 3 Übungen, a 3 Sätze. Nein, macht gern eine Übung, 4, 5, 6 Sätze, so dass es ein gemütliches Reinkommen ist, aber trotzdem bis zum Ende gehen. Gemütlich meine ich nicht, dass es nicht anstrengend sein soll, aber ihr kommt rein. Insofern macht es einfach mal vor eurem Training, nicht vor jedem Training, aber zumindest vor der Hälfte davon. Ui, ui, ui. Oh. Oh. Crunches sind toll und das ist die Bauchmuskelübung schlechthin, weil man sie einfach überall machen kann und die kennt auch jeder. Vor allem noch aus den guten alten VHS-Videokassetten, Trimm-Dich-Videos aus den 80ern und 90ern. Aber es gibt so viel mehr als Crunches. Macht nicht nur Crunches. Also im Prinzip nutzt mal die volle Bandbreite an Maschinen und auch anderen Core-Übungen. Ein paar davon findet ihr schon auf dem Kanal, die wirklich Hardcore sind und die man auch mal zwischendurch benutzen kann. Und glaubt mir, wenn ihr die mal versucht, auch nur versuchen, ihr werdet sie in den nächsten 1, 2, 3 Tagen eure Bauchmuskeln stärker spüren als je zuvor, weil die Tiefenmuskulatur ganz anders davon weggeflext wird. Probiert es aus, macht nicht nur einfach Crunches, denn das wird dem Bauch auf Dauer dann auch langweilig. Tipp Nummer 4. Macht nicht zu viele Wiederholungen. Die meisten von euch neigen dazu, den Bauch komplett anders zu trainieren als jeden anderen Muskel. Die Frage ist nur, warum? Hat man sich darüber schon mal Gedanken gemacht, warum das so ist? Für die Brust türmt ihr gerne mal die Gewichtsscheiben auf und versucht mal 4, 5 oder 6 Wiederholungen. Selbst beim Bizeps gibt es noch den letzten mit Anstrengung. Beim Bauch geht man oft nicht so weit, bis das Muskelversagen eintritt. Und was macht man? 6 Wiederholungen? 8 Wiederholungen? Gewichte auftürmen? Nein. Man macht ein paar Crunches, Tipp Nummer 3.
und anschließend 25, 30, 40 Stück ist gut. Das hat nichts mehr mit dem Krafttraining zu tun, das ihr sonst macht. Die Bauchmuskulatur ist eine Muskulatur wie jede andere auch. Ja, damit ist nicht gemeint, dass jede von euren Muskulaturen gleich reagiert. Aber trotzdem könnt ihr nicht pauschalisieren, dass ihr dafür mehr Wiederholung braucht. Das sorgt zumindest oft dafür, dass ihr keine Masse dort aufbaut und die wollt ihr auch haben. Deswegen, behandelt sie so wie jeden anderen Muskel. Trainiert nicht einfach nur wahllos viele Wiederholungen, sondern macht es gerne auch mal mit 6, 8, 10, 12. Umgekehrte Pyramide, findet ihr auch ein Video hierzu. Trainiert es mal genauso wie die Brust und fragt euch immer, habe ich heute die Bauchmuskeln so trainiert wie die Brust? Ja, auch wenn ihr es als Aufwärmroutine habt. Warum nicht? Macht 2-3 Mal etwas mit mehr Wiederholung, so wie ihr beim Bankdrücken euch auch aufwärmt. Und dann anschließend geht ihr dazu über, stellt das volle Gewicht ein und boom, haut nochmal 6 Wiederholungen raus, 8 Wiederholungen raus, 10 Wiederholungen raus. Es bringt was. Ach so, und ganz nebenbei, das Gleiche gilt auch für alles andere. Das bedeutet die Einteilung in Sätze und so weiter. Ja, wenn ihr das mal mit dem Prinzip des Aufwärms versucht, dann macht ihr natürlich nicht 3 Übungen, 3 Sätze und dergleichen. Aber behandelt sie auch mal in allen anderen Teilen, zum Beispiel bis zum allerletzten gehen, wie es beim Bankdrücken macht, auch beim Bauchmuskeln und nicht einfach mittendrin aufhören. Immer dran denken, so wie die anderen. Fair Play. Und schließlich Tipp Nummer 5, und den habt ihr hier schon öfters gehört. Haltet mal im obersten Punkt, in dem Punkt der Spitzenkontraktion, für 1 bis 2 Sekunden auf volle Spannung und dann langsam runterlassen. Das sollte euer Bewegungsablauf sein, das sollte euer Rhythmus sein. Im obersten Punkt einmal halten. Gerade bei den Bauchmuskeln. Enorm wichtig. Es gibt ein paar Muskeln, bei denen sich diese Technik lohnt, ein paar andere, bei denen man sie nicht machen soll. Beim Trizeps bringt es wenig, weil ihr in einer Streckung seid, da entspannt sich der Muskel tendenziell eher. Bei der Brust Bankdrücken. In den meisten Fällen, da wo eine Entspannung eintritt, muss man sie nicht halten. Butterfly wiederum ein bisschen anders, weil der Winkel anders verteilt ist. Aber gerade beim Bizeps halten, Rücken halten, Waden halten und ja, gerne auch mal bei den Bauchmuskeln. Ihr fragt ja immer nach einer kleine Demo gefällig. Beine hoch, halten. Langsam runter. Und genauso sollte das aussehen und nicht einfach hochschwingen und runter und langsam runter. Das ist der perfekte Bewegungsablauf, um den Muskel so richtig zu erschüttern. Und das wollt ihr. Wer mehr generell zum Bauchmuskeltraining haben möchte, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare und wir werden auch mal uns etwas mehr der Bauchpartie widmen. Ansonsten beherzigt schon mal diese 5 Tipps oder auch nur die Mehrheit davon und ihr werdet merken, es wird besser und irgendwann werdet ihr die Bauchmuskeln sehen. Vor allem dann, wenn ihr schon so unter 15% Körperfett kommt. Ja, bei manchen wird es 14 sein und man sieht sie trotzdem, bei anderen muss man auf 10 runtergehen. Aber das bleibt zumindest im gesunden Bereich. Und wenn ihr schon mal testen wollt, wo ihr steht mit eurer Bauchmuskelkraft und mal einen kleinen Challenge haben wollt, schaut euch diese Übung an. Könnt ihr diese nachmachen? Oh, ich bin so gespannt. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das überhaupt hinbekommt. Und nur der Versuch reicht schon und ist schon eine Übung für sich. Ansonsten, wenn euch das gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch kein anderes Video mehr. Und schaut euch auch mal die anderen Videos an. Das war's von mir. Macht's gut. Bis bald. Euer Gotti.